Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim. Und der Martin. Und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 5. September. Heute haben wir dabei Acer, AVM, Millo, Amazon und Porsche. Ja, ihr habt schon gemerkt, der Martin ist hier bei mir, denn zusammen sind wir hier wieder bei der IFA. Und da werdet ihr einiges von uns hören. Und wir dachten, wir machen den Daily auch mal als, ja, nicht unbedingt Sonderfolge, einfach bisschen anders heute mal. Und der Martin ist auch vor mir in Berlin angekommen und hat halt direkt die ersten Neuigkeiten im Rahmen der IFA bei Acer. Genau, wir im letzten Jahr ja zu zweit. Und wie du gesagt hast, ein paar Stunden vorher, Acer hat ja wieder mal ein riesen Produktfeuerwerk abgefeuert. Sagt man das so? Ja. Ja, doch. Hat einiges gezeigt. Vor allem, was mir aufgefallen ist, ist das Acer Swift. Das ist ein ultramobiles Notebook für unterwegs, logischerweise. Hat schöne Innereien, ein 14-Zoll-Display und um gar nicht allzu groß und tief in die Specs einzutauchen, das machen wir dann in der Geek Talk TV-Folge noch. Genau, und ansonsten habt ihr natürlich auch hier immer einen Link in den Shownotes, wenn ihr Bock drauf habt, für weitere Infos. Aber genau, Marcel hat fleißig für uns gebloggt, während wir unterwegs waren. Das Teil hat 12,5 Stunden einen Akku, gefällt mir extrem gut, wiegt 990 Gramm und ist ab 999 Schweizer Franken ab November im Markt. Und dann haben sie auch ganz viele tolle Gaming-Geschichten vorgestellt. Aber das ist alles gesagt in einem anderen Format. Genau, beim Daily geht es ja zack, zack. Und unsere Freunde von AVM, die besuchen wir ja sowieso auch schon traditionell hier bei der IFA. Das ist ja eine schöne langjährige Partnerschaft schon mit dem Geek Talk und dem Poughkeepsie Network. Die haben auch was vorgestellt. Genau, wer den Blog ein bisschen verfolgt, im Podcast, ich habe ja die 6890 LT bei mir im Einsatz, die Fritzbox, die mit LT angereichert ist. Jetzt haben sie eine 5G-Variante vorgestellt, also eine zukünftige Maschine, vor allem für euch in Deutschland wahrscheinlich eher. Aber ich freue mich schon, bei uns kommt der erste 5G-Mast nächstens und dann werde ich mir das auf jeden Fall auch anschauen. Tolle Box, auch mit WLAN 6, also ja. Genau. Und alle anderen weiteren Details, würde ich sagen, gehen wir dann auch am Stand von der IFA mit Ihnen an. Ganz genau. Und 5G ist ja auch ein Riesenthema. Wir hatten es ja auch diese Woche in der Daily. Vodafone hat 5G freigegeben ohne Aufpreis und die Telekom jetzt wohl auch. Ja. Aber geht langsam doch was für euch. Nein. Ich meine, die geben es frei, weil es eh keiner benutzen kann. Also, ja. Aber bleiben wir doch einfach nochmal bei AVM und bei Fritz. Genau, AVM Fritz Phone C6, da hat was geklingelt bei dir. Ja, das haben wir uns doch vor einem Jahr angeguckt. An der IFA letztes Jahr, ja. Genau. Und das was, schöne was, abgerundete. Was ist damit jetzt los? Genau, per heute, also gestern heute, ist es jetzt im Handel, unter anderem auch in der Schweiz. Okay, na hoffe ich mal, dass der 5G-Router nicht auch ein Jahr braucht. Hoffen wir nicht, ja, genau. Aber es ist schon ein witziger Zufall. Definitiv. Naja. Und es gibt ja nicht nur witzige Zufälle, es gibt hier auch schräge Gadgets, sag ich mal, in allen Bereichen und da hat der Martin auch noch eins aufgetan. Ja, der Millo Smart Blender, also Blender kennt ja jeder, diese Mixer-Geschichten. Smart, weil ja, heute muss man alles smart machen, dann gefällt es dem Martin. Und was es genau kann und warum das so toll ist, weiß ich selber noch nicht, das lasse ich mir dann am Stand erzählen. Aber ich fand den Mixer schon rein von der Optik her so stylisch, dass ich gleich einen Blogpost dazu in Auftrag gegeben habe. Und wir werden es die Tage dann in live sehen. Genau, mein Basisinteresse besteht ja, wenn dann überhaupt, denn also wer meine Insta-Stories verfolgt, dass ich mir morgens immer meinen Bulletproof-Kaffee mixe, auch im Mixer und ob ich da irgendwie das auf den nächsten Level damit heben kann. Wer weiß, genau. Jo. Aber neben der IFA passiert halt auch noch ganz viel. Unter anderem hat Amazon jetzt diverse Fire-TV-Geräte rausgebracht, den Fire-TV-Cube. Den gibt es schon länger in den Vereinigten Staaten. Der kommt jetzt auch nach Deutschland. Und die Fire TV Edition Soundbar in Zusammenarbeit mit Anker, also eine richtige Soundbar, die sich ins Amazon Fire TV Alexa Umfeld reinhängt. Man kann sie halt dann dementsprechend halt auch über Alexa mit Musik bespielen, aber natürlich auch seine Filme und Serien damit in einem ganz anderen Experience erleben. Und die Soundbar, die soll ab 28. Oktober ausgeliefert werden. 209,99 Euro soll das Ding kosten. Ja, ich bin gespannt.
Da wäre jetzt ein spannender Vergleich. Magst du dich erinnern? Genau vor einem Jahr haben wir an der IFA auch eine Soundbar gesehen, die ein bisschen teurer war. Genau, das war Sennheiser, oder? Sennheiser, genau. Genau, also ich bin auch noch nie warm geworden mit einer Soundbar. War nie so ein, richtig so mein Ding, auch einfach, weil ich es optisch hässlich finde. Ist da ein Machenkleber drauf? das ist wahrscheinlich das Anker, oder? Machen. also wir haben ja natürlich auch den Link für euch in den Shownotes und den Link haben wir gerade offen und der Martin hat halt das Foto gerade entdeckt. Mit einem kleinen roten Nicht-Machen. Emblem drauf, genau. Was hast du noch, Achim? So, letztes Thema für heute. Witzigerweise auch in Berlin heute vorgestellt. Da hätten wir mal sein sollen. Porsche hat seinen Tesla-Konkurrenten vorgestellt, den Taycan, also den Porsche Taycan, das erste Elektroauto von Porsche, ein Elektrosportwagen. Beeindruckend und ich meine, die sind ja schon seit 4 Jahren da am Forschen, Entwickeln, wie man immer sagt. Früher hieß das Modell Mission E und sollte halt 600 PS haben. 500 Kilometer Reichweite ist natürlich immer ein großes Thema bei Elektroautos und trotz allem eine Beschleunigung natürlich auch von 0 auf 100 in nur 3,5 Sekunden. Wäre schon mal so ein Tesla mit hier, wie heißt dieser Supermodus? Der verrückte Modus. Wahnsinnsmodus gefahren ist, der weiß das. Weiß was. Genau, dass also E-Autos sich so gesehen eigentlich präsentiert sind als Sportwagen, auch schon allein von der Beschleunigung. Genau, und die Akkus sollten damals in einer Rekordzeit von 15 Minuten auf 80% sich laden lassen, was natürlich sehr beeindruckend ist. Du hast jetzt 2-3 Mal sollten gesagt? Genau, sollten halt. Ich meine, das war damals der Ansatz und in vielen Punkten wurde er jetzt auch nochmal übertroffen. Das waren damals halt einfach Ziele. Und den Taycan, den gibt es natürlich in verschiedenen Varianten, wie es die meisten Porsches und auch andere Autos gibt. Und die schnellste Variante, der Taycan Turbo S, der beschleunigt in 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Also schon mal ordentlich nochmal irgendwie hochgeschraubt, was mal angestrebt wurde. Definitiv. Und der normale Turbo dann in 3,2 Sekunden. Ja. Ansonsten gibt es natürlich eine Menge an Daten und je nach Modell unterscheidet sich auch da etwas. Also von daher, auch wieder, wenn ihr Auto interessiert seid, guckt euch mal die Links an, entsprechend, was im Netz rum ist. Und natürlich auch wieder neuer Hinweis auf die Shownotes. Da ist auch ein Link drin auf einer Welt, der eigentlich auch schön das ganze Umfeld nochmal beleuchtet mit den Plänen von Porsche damals. Wunderbar. Dann geht's jetzt schnell. Genau, dann geht's jetzt schnell und für uns geht's jetzt auch schnell ins Bett, denn morgen ist dann der erste volle Tag IFA für uns beide zusammen hier. Und Pressetag. Genau, Pressetag. Und dann bekommt ihr natürlich auf jeden Fall wieder am Freitag auch was Neues von uns zu hören. Wunderbar. Vielen Dank, Achim. Ja, vielen Dank, Martin. Du bist ja zu Gast in meiner Woche. Und genau. Von daher, ich wünsche euch einen guten Donnerstag, bleibt positiv und bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.